Beim stimmungsvollen Adventkonzert in der Pfarrkirche St. Michael boten die Chöre Gumpoldskirchens ein wunderbares, harmonisches Miteinander. Sing mal im Advent, erschiene Weiß, ganz erschiene Weiß, Stab und Stühlein und Hüt. Sing mal miteinander, erschiene Weiß, ganz erschiene Weiß, der war Stab und Stühlein. Der Gumpoldskirchner Männerchor Mach 4 existiert nächstes Jahr seit 150 Jahren. Er wurde 1863 als Liedertafel gegründet und hat dann eine wichtige Tradition auch in der Zwischenkriegszeit gehabt als Männergesangverein Gumpoldskirchen. Und vor einigen Jahren haben wir uns umbenannt in Gumpoldskirchner Männerchor Mach 4, Männerchor mit 4 Stimmen. Und ich habe den Chor 1978 übernommen, also vor mittlerweile 34 Jahren. Und mit 9 Sängern, da war es damals sehr schwierig, noch Männer fürs Singen zu begeistern. Aber inzwischen sind wir angewachsen auf insgesamt 60 Mitglieder, die ich habe. Von der Altersstruktur natürlich eher Mittelalter, aber ich habe jetzt auch einige junge Sänger dazu bekommen. Wir sind ja sehr stolz auf unsere Chöre, jetzt nicht nur auf künstlerischer Basis, sondern auch auf sozialer Basis. Weil dieses Konzert, die Spenden werden ja den bedürftigen Familien in Gumpoldskirchen zur Verfügung gestellt. Unsere Sozialarbeiterin Grünberg-Stäuber weiß ganz genau, wie sie die Mittel einsetzt, und wir möchten uns recht herzlich bei unseren Chören bedanken. Also die Proben für das Weihnachtskonzert der Gumpoldskirchner Chöre, die sind jetzt nicht so zahlreich, denn wir haben eigentlich nur einen Monat dafür, weil vorher eben für Cantilena zum Beispiel, dem Kammerchor, Frauenkammerchor Gumpoldskirchen, die haben sehr viele Termine, und trotz alledem aber setzen wir dieses Weihnachtskonzert als Priorität auch für unseren Weihnachtsabschluss und für unseren eigenen Jahresabschluss. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Chöre von Gumpoldskirchen miteinander musizieren. Erstens einmal ist es ein wunderbares Miteinander. Man sieht einander ja unter dem Jahr nicht so oft und häufig. Und dann machen wir diesen Menschen hier in Gumpoldskirchen wirklich große Freude. Und sie haben gesehen, es kommen alle. Und wir singen für einen guten Zweck. Und das ist auch das Schöne in dieser Zeit, die ohnehin sehr hektisch ist. Der Gedanke, dass wir an Menschen denken und unsere Kunst dafür hergeben.